Und sich mehrere Milliarden Liter Wasser aus dem Saint-Louis-Stausee in den stillen Bezirk Saint-Michel ergossen. Wie diese Sensen-Bilder zeigen, verschlang die gigantische Welle alles auf ihrem Weg. Das Ausmaß der Katastrophe ist derzeit noch nicht bekannt. Doch die Neopariser Behörden sprechen bereits von Dutzenden Toten und mehreren hundert Vermissten. Auf der anderen Seite des Damms blieb das plötzliche Sinken des Wasserspiegels nicht ohne Folgen für die Bewohner von Slum 404, ein Viertel, das für häufige soziale Unruhen bekannt ist. Dieselbe Einheit wurde sofort in das Gebiet entsandt, um mögliche Unruhen im Keim zu ersticken. Tatsächlich wurde durch den nun leeren Saint-Louis-See die Isolierung der Bastille-Festung aufgehoben, wo die gefährlichsten Kriminellen von Neo-Paris einsitzen. Bleiben Sie dran, wir bringen mehr. Yo, herzlich willkommen, hier ist wieder euer Exoply. Wir wollen mit unserer Geschichte weitermachen, hier bei Wir spielen Remember Me. Ja. Ich bin inzwischen umgestiegen auf ein Gamepad. Ja, ihr fragt euch jetzt warum. Auch dafür gibt's eine der ganz logische, einfache Erklärung. Erstens, ich habe mir eins geholt für FIFA eigentlich, ne? Und zweitens ist das eigentlich ganz gut reingelaufen, weil ich mir die Hand gebrochen habe. Von daher ist nicht direkt die Hand, sondern quasi der Knochen, wo aufs Handgelenk drauf geht. Mit dem Gamepad geht das eigentlich ganz gut so. Kann halt nicht so viel aufnehmen damit, weil ich es nicht zu sehr belasten darf. Wir schauen jetzt einfach mal, ob das Ganze funktioniert. Und ihr werdet dann beim Fehlen voll zuschauen können. Wir wollen hier direkt mit der Geschichte fortfahren. Ne? Ja. Verschließt du die Tür vor allen Fehlern, bleibt auch die Wahrheit draußen. Lesen will gekonnt sein. Meine Güte, das sind ja Fails wieder heute. Mit den Architekten Sprachfehler über Sprach. Sabotierte Edge den Saint-Michel-Damm und überschwemmte die Komfortburg. Er meinte, jenen, die nur an ihre eigene Bequemlichkeit dachten, sei es recht geschehen. Warum habe ich getan, was er wollte? Ich hätte die Stadt verlassen können. Und mir woanders ein neues Leben erfunden. Aber ich wollte wieder Staatsfeind Nummer 1 werden. War es Teil dessen, was ich bin? Haben wir den Ausgestoßenen von Slum 404 Gerechtigkeit gebracht? Oder hat mein Handeln zusätzliches Leid verursacht? Nur Militante glauben, der Zweck heilige immer die Mittel. Edge sagte mir, mein Gedächtnis würde seit meiner Verurteilung in der Festung Bastille verwahrt. Ich muss dorthin und mein wahres Ich finden. Der einzige Weg in die Bastille führt durch das Gedächtnis von Johnny Greenteeth. Ein schräger Vogel aus Slum 404. Einziges Problem, keiner weiß, wer er ist und wo er sich versteckt. Episode 3. So, starke Spannungen, tiefer Ausgang. Sind wir mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Ihr habt natürlich nichts verpasst. Es ist immer noch blind. Ui, da fliegen schon die Flugzeuge rum. So, ich muss wohl da hoch. Tommy hilft dir, in die Bastille zu kommen. Geh wieder zu seiner Bar. Hätte er das nicht heute Morgen tun können, als ich dort war? Nein, wir mussten erst die unteren Ebenen von Slum 404 trockenlegen. Du hast alles geplant, wie? Ah ja, okay. Ja, wir dürfen hier, glaube ich, nicht entdeckt werden, wenn ich das Ganze richtig sehe. Ich muss natürlich jetzt erstmal hier mit der Steuerung im Gamepad ein bisschen klarkommen. Ich habe zwar ein bisschen geübt, quasi ein bisschen. Ne? Ah, hier ist eine Nachricht. So.
Irgendwo da hinten. Wollen wir da mal hier rumschauen. Ah ja, das muss da hinten sein. Ja, hier irgendwo. Oder doch hier hinten. Irgendwo liegt hier ein Sub-Pack rum. Ne, hier ist es nicht. Ah, verdammt. Ja, wo ist denn der Teil? Ah gut, hier bin ich hergekommen. Ja, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier mit dem Gamepad. Ist nicht so einfach. Aber auch das kriegen wir so langsam hin. So. Ist das hier hinten? Ne, hier hinten ist es nicht. Jetzt muss ich mir das Bild nochmal genauer angucken. Da ist irgendein Kran. Und ein Plakat hängt da rum. Ist das hier hinten? Ja, das ist hier irgendwo. Da ist es doch. Ja, guck mal einer an, ne? Hier, Sub-Patch 4 von 5, so rum. So, und jetzt kann ich den Spammer rausholen. Anvisieren und schießen. So, jetzt haben wir das Tier, das Tor geöffnet. So. Was ist das hier? Ah ja. Skaramechs sind Parasiten, die sich von Energietransfers aus der Umgebung ernähren. Achten Sie auf das charakteristische Geräusch, das sie verursachen, um sie aufzuspüren und zu töten. Okay. Die Sache hier geht den Bach runter. Versprach die gnadenlose Beseitigung dieser Bedrohung für Neo-Paris. Während Notfallteams die Saint-Michel-Flut nicht in den Griff bekommen, bezichtigte sich der rätselhafte Terroristenführer Edge dieses unverschämten Sabotageakts. Die verpatzte Festnahme der perversen Gedächtnisräuberin Nilin, Terroristin und aktuelle Spießgesellin von Edge, scheint dies zu bestätigen. Der Chef der Saber-Einheit, Captain Hardcanter Trace, versprach die gnadenlose Beseitigung dieser Bedrohung für Neo-Paris. Ah ja. Die wollen uns also ausschalten, den Edge und mich. Also nicht nur ein bisschen, sondern richtig ausschalten. So. So, hier unten gibt es wohl Gefahren, aber... Hier haben wir ein neues Bild. Wo haben wir das? Okay. Da ist irgendwie ein rotes Licht. Das muss dann wohl da unten sein. Ja, das ist da unten. Und das wird wohl hier irgendwo in der Ecke sein. Und ich denke mal, hier kommt der nächste Fight. Eine neue Combo ist im Combo-Lab verfügbar. So, dann wollen wir mal in das Sensen-Menü, in das Combo-Lab. Ja, wählen. Sehr schön. Das heißt, ich kann hier mit Y die nächste Fähigkeit. Ah ja, Moment, stopp. Ich muss erstmal hier Y. Kann hier eine neue freischalten. Was ist das hier? Das ist irgendwie so ein Zeitdingsbums hier. Ja, Espressen, Erholung. Ja, nehmen wir einfach mal da und tun den Schlüssel hier freischalten. Bestätigen. So, klack. Haben wir das drin. Und hier ein Y haben wir hier noch. Nee, den Y brauchen wir quasi. Ein Y haben wir jetzt noch nicht freigeschalten. Gut. Ich kann hier also quasi gerade nichts mehr auswählen. Ich kann halt hier jetzt mit Y, aber ich habe keinen Schlüssel mehr. Nein. Gut, dann muss man das Ganze quasi abbrechen soweit. So.
Ja, so, du auch noch. Ciao. So, jetzt haben wir dann endlich umgemietet die Pisser und da hinten ist das nächste Sudpatch. Ja, ich habe jetzt hier wieder einen neuen Lebensbalken bekommen. Wunderbar. Und dann kann es hier direkt weitergehen. Nur mal hier die Ansicht ein bisschen ändern. So, die Pisser habe ich erstmal hier auseinandergenommen. Gefahr, 966 Grad. Leck mich am Arsch, das Feuer ist ja ganz schön heiß, ne? So. Ah ja. Klack. Jetzt habe ich quasi das Tor geöffnet. Ich muss immer ein bisschen auf die Geräusche auch achten. Da vorne. Was haben wir denn hier hinten? Ne? Hier hinten ist quasi nichts. Leck mich am Arsch. Du blöder Pisser. So, was haben wir hier? Fuba. Ja. Was ist das hier? Hallo? Lass mich da mal... Ah ja. Ölleck. Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier raus. So. Und öffnen. Sehr schön. So. Jetzt muss ich hier lang. Und hier wieder raus. So, Gefahr gebannt. Politisch unkorrekte Nachrichten und allgemeines Blablaton. Mein Kaltschwärmer heute ist Captain Gabriel Trace, der Bierernstchef der Saber-Einheit. Hallo, Captain. Aha. Einer sterbenden Bewegung. Ich muss hier wirklich... So. Hier sind lauter crazy Leute unterwegs. Definitiv. So, jetzt wollen wir mal hier runter. Ah, ich komme mit der Steuerung noch nicht so wirklich klar. Das war mit der Maus ein bisschen besser. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nee. So, jetzt sind wir mal gespannt, was uns hier erwartet. Was steht da? Is skating? Kevin is waiting for you. 25,5. Was zur Hölle ist das? Ah ja. Is waiting for you. Ist das so hier der Puff für Neo Paris? Sieht ja fast so aus, wa? Der Puff von Neo Paris. Liebe rund um die Uhr. Oh. So, was haben wir hier? Haben wir nix. Ja, ja, komm mal du daher, du Pisser. So. Jawoll, da gibt's wieder Action. Was zur Hölle ist denn hier los? Die stehen hier alle rum. Wollen die wohl nicht kämpfen? Okay. Ich heile deine Traurigkeit. Nimm meine Augen. Ja. Ey, du blöder Pisser, das war ganz schön unfair. Oh nee. Feuern Sie mit dem Spammer auf die Marodeure, die von den Wänden hängen. Halten Sie LB gedrückt, um ihn anzuvisieren. Ja, dann wollen wir doch das gleich mal machen. Verwenden Sie R, um das? Ja, ist ja logisch, ne? Drücken Sie RB zum Feuern. Okay, probieren wir das mal. Ah, verdammt! Okay. Das war nix. Okay. Ja. So funktioniert das natürlich nicht.
Ja, dann dürfen wir jetzt einfach nicht mehr kaputt gehen, ne? Und müssen jetzt hier diese scheiß Marodeure hier von der Dings runterschießen. Hier haben wir nichts mehr. Hier müssen wir jetzt erstmal hier durch den Neo-Paris-Puff hier durch. So. Ja, richtig. Das ist, ich finde alles nicht so in Ordnung, ne? So. Jetzt muss ich hier, jetzt kriege ich gleich wieder die Einweisung. Ja, ist ja gut. Ah. Verwenden Sie R, um das Ziel. Ah, ich muss das Ziel. Okay, alles klar. Eieiei. Aua, du Pisser! Ah, verdammt! So, zack, zack, zack! Ah, du Pisser! Nein, ich bin schon wieder gestorben! Ja, ich würde mal sagen, die nächsten Action-Szenen seht ihr dann quasi in der nächsten Folge. Ich werde mal schauen, dass ich hier ein bisschen erfolgreicher rauskomme. Ansonsten bringe ich das einfach in der nächsten Folge. Und ich sage jetzt mal hier an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal, euer Exoplay. Von Wir spielen es. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ich bin raus.